Servus Leute, Brandy hier und willkommen zurück zu Let's Learn Zerg. Wir spielen gegen einen Zerg, Vlodi. Kommt mir sogar bekannt vor, der Typ, der war doch vorhin auch Goldliga, kann das nicht sein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, wir probieren es jetzt einfach mal nochmal. Wir waren jetzt die letzten Spiele recht erfolgreich. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal ohne Konversation. Es könnte wieder ein Rush werden. Natürlich könnte das es werden, aber wir werden einfach genauso wie vorhin einfach weiter stur und schnurstracks unseren Bild durchziehen. Und diesmal vielleicht aber auch ohne auseinandergenommen zu werden. Wir ziehen mal den Overlord hier hin. Und den Overlord so hier hin. So, und dann haben wir jetzt beide ungefähr gerettet. Ich möchte nicht einen einzigen Overlord mehr verlieren. So, ich habe jetzt einen anderen Laptop im Visier. Und zwar ein Ultrabook. Kostet mich vielleicht ein Tausender. Aber mein Dad würde was dazu steuern, hat er gemeint. Freut mich natürlich. Ist sehr schnieke. Auch wenn es so 300 Euro wären oder so, wäre ich schon zufrieden, muss ich ehrlich gestehen. Weil dann wäre das Ultrabook halt nur noch 700 Euro. Und ja, das ist schon recht gut, muss man sagen, finde ich. Ja, mit diesem Ultrabook könnte ich ja aufnehmen, quasi auch StarCraft auf besser, auf jeden Fall. Hat eine bessere Grafikkarte und auch einen besseren Prozessor als der hier. Ja, bereitet mir nur Vorteile, so ungefähr. Von daher bin ich am Überlegen, ob ich den mir nicht hole zum Probezeitende. So, haben wir das jetzt auch noch gemacht. Bis 17, dann Overlord. Genau, da kommt der erste Ovi. Dann brauchen wir noch einen zweiten Ovi. Okay, den Ovi hauen wir mal hier hin. So, machen wir mal. Eine Drone kommt jetzt noch von unserer Seite. Und zack. Und zack. Zack. Und die Queen ist jetzt auch im Anmarsch. Wir werden gleich zu Beginn zwei Crawler setzen. Da ich einfach Schiss vor einem Rush habe. Wie wir sehen können, noch keine Echse des Gegners, oder? Nee, keine Echse. Es riecht schon nach einem Rush, muss man ehrlich sagen. Gefällt mir irgendwie nicht so ganz, muss man sagen, einfach. So, und dann geht noch einer runter. Zack, zack. Queen geht jetzt mit runter. Beide Crawler bitte. Einer hier, einer hier. Zwei Overlords bauen. Ja, das ist schon, habe ich schon verstanden. So, die sind jetzt auch unterwegs. Sehr schön. Den Overlord verliert er. Hoffe ich. Schon sehr. Zack, 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 zack. Aufdrohnen. Jawohl, den hat er verloren. So. Dann machen wir mal eins hier. Eins hier. Machen wir mal die da. Und dann die mal runter. Zack, 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 zack. Sehr schön. Zack, zack. Ne, 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 ne. Nee. Jetzt. Haben wir hier 16, 16 ohne zwei Queens natürlich. Sensationell. So, haben wir hier eine Queen, die natürlich noch injecten kann, bis die andere halt da ist.
selbstverständlich. Finde ich. Selbstverständlich. So, hier 3, 4. Zack. Und 3 da rein. 4. Bitte ans Gas. Die Queen hier ist dafür da. Und wir drohnen nochmal komplett auf. Roach Warren. Einmal ein Evo Chamberlain und noch ein Evo Chamberlain. Zack. Zack, 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 zack. Auf Drohnen. Und natürlich gehen die nicht ins Gas. Das ist sensationell auch. Muss man sagen. Ein Leer, bitteschön. Und die Queens machen mir mal bitte hier 4 Creep Tumors hin. Dann wollen wir einen Ding dahin, einen dahin. Muss ich mal schauen, wie weit ist das Ding jetzt schon? Die ist durch. Brauchen wir da welche? Nee, Speedlinge. Wir machen mal die Rampe dicht. So, oh, Banning Bust. Verschwendet. Tja. Das nenne ich mal verschwendet. So, haben wir eh Larven zu viel. Dann machen wir so. Zack. Ja. Super duper. Dann haben wir jetzt die Sicht auf seine Echse, die überhaupt nicht bedroht ist. Warum auch? Ist ja völlig überbewertet. Wir hauen nochmal einen hier hin, bitte. Overlords spreaden wir auch ein wenig. Damit wir auch ja sehen, wo was herkommt. Oh, jetzt wird es ein bisschen enger, würde ich sagen. Ja. Aber Kumpel, wir haben echt... Tja. Wir haben leider etwas zu viele Roaches für dich. Nein, 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 nein. Dann machen wir es einfach so. So, dann machen wir hier. Drohnen wir mal neu auf. Wäre bestimmt nicht falsch. Und hier sehen wir nichts. Vorerst mal. Jetzt spreaden wir noch ein bisschen. Zack, 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 zack. Und hier auch nochmal ein Ding rein. Zack. Und dann kommst du bitte hier runter, meine Queen. Jetzt dürfte er eigentlich eh nicht mehr reinkommen. So gut wie alles steht. Müsste eigentlich alles hier vorbei sein für ihn. Roach Speed erforschen wir jetzt auch nochmal. Holen uns auf jeden Fall nochmal genug Dingens da. Zack. Zweite Queen auch hier unten jetzt. Machen wir das hier. Sehr schön. Und dann machen wir jetzt alles. Okay, jetzt ist wieder alles im Lot so. Sehen wir noch irgendeine Bedrohung hier? Ja, jetzt hat er extrem aufgedroht. Meint halt, jetzt ist seine Zeit gekommen. Wir nehmen uns eine dritte Base jetzt kurz noch. Spread and Creep auf jeden Fall, das ist schon wichtig. Das ist die 2, das ist meine 3. Okay, die Queen kommt nach unten bitte. Zack, zack.
Roaches. Jawohl, Mutation abgeschlossen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Obis. Jawollo. Sehr gut. Soll er sich jetzt probieren an uns? Habe ich keinen Stress damit. Bedrohen wir einfach ganz gediegen unsere letzte Base. Also unsere nächste, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich unsere letzte, kann man auch so sagen. Wir nehmen uns mal zwei Overseer mit, ganz locker und flockig. Und schauen jetzt mit einem Link das da an. Und im zweiten gucken wir uns. Wir haben eigentlich keine dritte Base gesehen von ihm. Bedrohen jetzt erstmal. Das ist jetzt auch wichtig, das Bedrohen der Base. Eine Queen hier runter zum Bedrohen schicken. Sehr gut. Erschöpft. Jawohl, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen machen wir das direkt auch so. Ach, Quatsch. Sieh einer an. Macht er hier einen... Versucht er uns mit Mutalisken zu überraschen. Hat er auch irgendwie geschafft. Ich hoffe nur, dass er unsere Overlords nicht so erwischt. Deswegen schicken wir sie mal alle dahin. Und greifen mal an. Mit allem, was wir haben. Metamorphosis. Eins, zwei, drei, vier. Und hier ist Ebald Schicht im Schacht. Ja, toll. Ziemlich schlecht. Roaches, seine Truppen da. Und wir machen ganz normal weiter. Farmen ein bisschen Geld noch. Pumpen Roaches hinterher. Ja, wir haben genug Mineralien eigentlich so an sich. So, jetzt lauft hoch, meine Freunde. Wir müssen noch die Main Base erreichen. So, das war's. Flieg hier hin. Ich muss keiner erwischen. Zack, zack, zack. So, wir haben auch genug Schutz gegen diese Viecher. Mutas oder so. Und alles kein Stress für uns. So. Wieso der das noch nicht kapiert hat, weiß ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben jetzt eh schon wieder unendlich viel Neues nachgebaut. Er baut unendlich viele verschiedene Truppen. Zack, 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 zip und nachbauen. Hier passen nicht mehr so viele rauf. Bedrohen wir die Gase und nehmen uns eine vierte Base. So einfach wie es für uns in ist. Zack, zack. Und zack. Wir haben eh Roach Speed. Und schaffen das mit unseren Roaches hier raus. Der hat nur noch hier eine Base. Zack, zack, zack. Erledigen wir das hier auch noch. Und wieso er sich nicht ergibt, kann ich mir nicht vorstellen, warum. Ehrlich nicht. Also,
Jetzt versucht er es, aber wird gleich feststellen, dass das nicht so hinhauen wird. Gegen uns, muss man einfach so sehen. Hat er halt hier noch eine Base, da hat er nämlich keine, definitiv nicht. Hat er sie hier? Ja, hier hat er sie. Ah. Ganz groß. Ach, da hat er noch eine Base. Ah, nee, doch nicht. Ja, das war's. Also so kann man natürlich auch sein Spiel verlieren. Einfach indem man nicht akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Hat seine Mutas hier alle fast verloren. Ja, großes Micro. Wings of Liberty halt. Will ich jetzt aber nicht die Schnauze zu voll nehmen. Es hätte auch anders ausgehen können, wenn ich die Mutas nicht früher gesehen hätte. Habe ich aber, von daher, keinen Stress für uns. So. Aber wir waren auch weit vorne. Muss man einfach so sehen. Er war mal Goldspieler. Okay, was hat er so gespielt? In letzter Zeit viel, ein bisschen was gewonnen. Aber nur Teammatches, ja gut. Naja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal.